In der 10. Episode der 2. Staffel von Star Trek Discovery kommt genau das, was der Name der Folge vermuten lässt, der Rote Engel. Dazu gibt es einige gute Charaktermomente und einen Plottwist, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Für alles Weitere gilt wie immer eine Spoilerwarnung. Wer die 10. Folge noch nicht gesehen hat, möchte das jetzt nachholen. Wir beginnen mit Ariams Beerdigung. Die Szene ist genauso emotional wie das Ende der 9. Folge. Und noch immer haben wir gewisse Probleme, das Maß an Emotionalität aufzubringen, das die Serie wohl von uns erwartet. Pike, Tilly, Stamets, Saru und Burnham sagen die herzzerreißendsten Sachen über ihre verstorbene Freundin, erklären uns, was Ariam ihnen alles bedeutet hat. Dazu spielt traurige Musik mit einem kelpianischen Totenlied von Saru, der mit seiner Singstimme so ganz anders klingt als Doug Jones. Mittlerweile hat der Schauspieler aber bestätigt, selbst gesungen zu haben. Am Ende wird Ariam, Star Trek typisch, in einem Torpedo bestattet. Wie schon in der letzten Folge wäre all das hier deutlich mitreißender gewesen, wenn die Szene nicht nur in Stil und Ton an Beerdigungen wie die von Spock und Data erinnern würde, sondern wie auch in einem ähnlichen Maß in den Charaktere investiert gewesen wären. Es hat fast den Eindruck, dass die Macher von Discovery den gleichen Gedanken hatten, denn die Trauerfeier wird von anderen Szenen durchbrochen, die offenbar vorher stattfanden. Ariams augmentiertes Gedächtnis wird gelöscht und Teile aus seinem Haus bzw. Quartierarrest entlassen. Beides bereiten hier den Plot der dieswöchigen Folge vor und hätte in einem wahrhaft emotionalen Moment nichts verloren. Der spreche für sich selbst und wäre als Ende eines Charakterbogens stärker gewesen als Aufhänger einer neuen Episode. Aber über Ariam wollen wir uns jetzt nicht nochmal auslassen. De mortuis nil nisi bene. Über die Toten nur Gutes. Mit Trauerarbeit allein will Discovery dann auch keine ganze Folge bestreiten, der Übergang zum Schiffsalltag einerseits und der in noch immer drohenden Gefahr durch Cornwall andererseits erfolgt aber auch nicht abrupt. Zuerst sehen wir Burnham und Tyler im Turbolift. Burnham kann Tyler nicht vertrauen, er trage zwar persönlich keine Verantwortung für Ariams Tod, aber seine Loyalität liege bei Sektion 31. Burnhams Sicht auf die Geheimorganisation und in diesem Zusammenhang auch auf Tyler scheint sich der von Pike anzunähern. Auch der Captain hat trotz allem vertrauensstiftenden Momenten zwischen ihm und Tyler immer noch Zweifel. Im Gegensatz zu Burnham nähern sie sich bei ihm jedoch aus dem grundsätzlichen Unbehagen angesichts der Machenschaften von Sektion 31 und nicht aus einem persönlichen Schicksalsschlag. Darauf folgt eine der ebenfalls Star Trek typischen Szenen im Briefingraum, die wir aus anderen Star Trek Serien kennen und in Staffel 1 sehnlichst vermisst haben. Aber es gibt auch hier einen gewissen Unterschied. Der Briefing Room diente sonst dazu, die Geschichte voranzutreiben. Discovery benutzt ihn erst einmal, um uns als Zuschauer auf den aktuellen Stand zu bringen. Eine zeitreisende KI aus der Zukunft hat Control und Ariam infiltriert. Ariams neurale Systeme wurden vor der Beerdigung gelöscht, die Station, auf der Control beheimatet war, wurde zerstört. Das geschah wohl zwischen den Folgen und die Schiffe der Geheimorganisation konnten keine Spur der KI in ihrem System finden. Aber die Gefahr könnte noch immer im Hintergrund schlummern. Tilly bringt schließlich den ersten Plot-Twist der Folge. In den Daten von Ariam fand sie Informationen über Projekt Daedalus und die bioneurale Signatur des Roten Engels. Es ist Michael Burnham. In diesen ersten drei Szenen vor dem Intro haben sich Musik und Kameraführung andächtig zurückgehalten. Die Betroffenheit der Crew über Ariams Tod ist spürbar. Aber mit beidem ist jetzt Schluss. Ein Schiff von Sektion 31 nähert sich der Discovery. Leland und Giorgio beamen an Bord. Sie haben einen ziemlich ausgefallenen Plan. Sie wollen den Roten Engel fangen. Wir erfahren, dass der Engel eigentlich genau dieses Projekt Daedalus ist, von dem wir so viel gehört haben. Eine Zeitmaschine, gedacht als Antwort auf die ähnliche Pläne der Klingonen. Ein temporales Wettrüsten sozusagen. Federführend bei diesem Projekt waren Burnhams Eltern. Dass Burnham selbst der Engel war, so viel hat inzwischen auch Dr. Carver bestätigt, wusste Sektion 31 bisher nicht, aber es scheint auch den Plan erst einmal nicht zu ändern. Die Geheimorganisation weiß auch überraschend viel über den Engel, das hätte sie zwischenzeitlich auch gerne mal dem Rest der Sternenflotte mitteilen können. Mit Burnhams Eltern im Dienst von Sektion 31 und dem Auftauchen des Engels in ihrer Nähe fragen wir uns doch, warum sie sich mit ihr nicht viel früher auseinandergesetzt haben. Bei Spock hatten sie ja auch keine Skrupel. Mit viel Technobubble bauen Stamets und Tilly dann die Engelfangvorrichtung, doch die roten Signale sind nicht der beste Anhaltspunkt für ein Auftauchen des Engels. Es gibt nur eine Konstante, bemerkt schließlich Spock, Michael Burnham. Sie wird also zum Köder für die temporale Mausfalle. Dem Engel, also Zukunfts-Burnham, scheint verständlicherweise viel daran gelegen zu sein, dass ihr Vergangenheits-Ich nicht stirbt. Sonst enden wir in einem Großvaterparadoxon. Burnham muss sich also in Lebensfrage bringen. Pike ist von dem Plan alles andere als begeistert, bemüht sogar seinen Eid als Sternenflottenoffizier. Später deutet auch Spock an, dass der ganze Plan eigentlich unzulässig wäre, aber das drohende Ende allen Lebens in der Galaxie Opfer erfordere. Pikes Moral verkommt in diesem Zusammenhang langsam zum Abziehbild.
Er ist gegen einen riskanten Plan, lässt sich dann aber in Windeseile überzeugen. Seine Einwände sind oft so oberflächig und schwer nachvollziehbar, dass er als moralische Instanz, als die in Discovery aufbauen möchte, eigentlich ausfällt. In TNG lernte Troy, dass man manchmal ein Crewmitglied opfern muss, um das Schiff zu retten. Ein älterer Spock wird uns später lehren, dass das Wohl vieler das Wohl weniger überwiegt. Sisko kämpft damit, das romulanische Imperium in einen Krieg gegen das Dominion zu ziehen. Pike dagegen hat Probleme mit Minen und einer freiwilligen Mission seines Wissenschaftsoffiziers. Das ist Ethik für Anfänger. Schlimmer noch, das ist ein Moralapostel, den man dadurch ruhigstellen kann, dass man ihn, wie Admiral Cornwell, in seiner moralischen Überlegenheit versichert oder mit vermeintlichen Sachzwängen in die Enge treibt. Entweder heiligt der Zweck die Mittel nicht nur bei Sektion 31, sondern auch für die Crew der Discovery und Pike ist wenig mehr als ein moralisches Feigenblatt, oder es ist der etwas durchsichtige Versuch, Star Trek die philosophische Tiefe zu geben, die Fans gerne möchten, ohne dadurch aber den Plot auch nur im geringsten anpassen zu müssen. Aktuell ist Pike nur Stichwortgeber für eine philosophische Nebenhandlung, die schnellstens zu den Akten gelegt wird. Die Serie begibt sich damit langsam auf den bedauerlichen Weg, ethische Bedenken zu einem Zwischenstopp ohne Konsequenzen verkommen zu lassen. Moral und Ethik sollten nicht Stolpersteine der Handlung sein, sondern zumindest gelegentlich auch ihre treibenden Kräfte. Vor diesen Schlussfolgerungen scheut sich die Serie, was gerade den Charakter Pikes immer obsoleter erscheinen lässt. Aber zurück zum ambitionierten Plan der Crew. Burnham wird auf dem Planeten Estor 4 inmitten einer Engelfangvorrichtung festgeschnallt. Die Discovery und das Sektion 31-Schiff sind in Position. Der zeitreisende Engel erscheint durch ein Wurmloch, durch das auch die böse Zukunfts-KI kommen könnte. Es muss also schnellstmöglich geschlossen werden, wenn der Engel dann auftaucht. Aber er will nicht, beziehungsweise sie will nicht. Wir gehen ja immer noch davon aus, der Engel sei Zukunfts-Burnham. Wie bei so ziemlich allen Zeitreisehandlungen ist der Plot hier ein wenig verwirrend. Wenn Zukunfts-Burnham all das schon erlebt hat, warum sollte sie kommen? Weiß sie doch, dass ihr Vergangenheits-Ich nicht wirklich in Gefahr ist, wenn die ganze Crew der Discovery zur Hilfe bereitsteht. Sie müsste wissen, dass es eine Falle ist, weil sie selbst daran beteiligt war, sie zu bauen. Oder die Zeitlinie der Zukunfts-Burnham ist eine andere als die gegenwärtige, was dann aber die Frage aufwerfen würde, warum sie sich nicht automatisch anpasst. Oder müsste Engel Burnham auftauchen, weil sie sich selbst hat erscheinen sehen? Oder müsste sie nur auftauchen, weil der ursprüngliche Plan von Spock dahingehend umgeworfen wurde, dass er selbst dann noch an ihm festhält, als er eigentlich abgebrochen wurde? Zeitreisen hat Star Trek schon mal kohärenter gehandhabt. Auch das Einfangen des Engels wirkte weniger wie ein raffinierter Trick, als eher wie die Beschwörung einer übernatürlichen Kraft aus Horror- oder Fantasyfilmen. Vielleicht ist Burnham die Star Trek-Variante von all den Jungfrauen, von Andromeda bis zu Iphigenia, die in der griechischen Mythologie von furchtbaren Monstern oder zur Abwehr von Gefahren geopfert wurden. Discovery bedient sich jedenfalls großzügig bei anderen Genres. Burnhams Todeskampf, Spocks Eingreifen und den Plan, gegen den Willen seines Captains weiter zu verfolgen, waren dann auch weniger mitreißend, als wir es uns gewünscht hätten. Vielleicht sind wir zu kaltherzig. Vielleicht war es aber auch zu offensichtlich, dass die Falle funktionieren wird. Was uns der Folgenname allein noch nicht verrät, zeigt uns die kurze Überlegung, dass Discovery wohl kaum seinen Hauptcharakter sterben lässt und Spock für den Rest der Zeit mit Schuldgefühlen über die verstorbene Schwester beladen wird. Wäre seine Schwester hier gestorben und er wäre schuld, Spock hätte nicht der Charakter werden können, den wir kennen. Also muss Burnham leben. Und so kommt es dann auch. Der Engel erscheint und erweckt Burnham zu neuem Leben. Der Effekt ist etwas billig. Magic Space Beam ist kein Handlungselement, auf das die Autoren besonders stolz sein können. Dasselbe gilt auch für die Time Crystals, die die Zeitreisen des Engels ermöglichen. Die wiederum machen in der Rote Engel nicht ihren ersten Auftritt. Wir kennen sie schon aus T-Clash Matroch 2. Das war aber eine der besten Folgen der gesamten Serie, der wir dafür eine ganze Menge verzeihen können. Die neue Episode hat diesen Luxus nicht. Zu lange lässt uns die Serie aber nicht darüber brüten, denn der eingefangene Engel ist nicht Burnham, sondern ihre Mutter. Das war eine Überraschung. Damit haben wir, und soweit wir das im Vorfeld lesen konnten, niemand gerechnet. Nur Ben beharrt hartnäckig darauf, schon seit Wochen Burnham als den roten Engel vorhergesagt zu haben und jetzt technisch gesehen ein Recht behalten zu haben. Es ist ja auch Burnham, aber nicht Michael, sondern Mama Burnham. Dass der Engel nicht irgendein neuer Charakter sein wird, ein Alien Ex Machina, war ja klar. Discovery hat zu viel daran gesetzt, die Bedeutung von Michael und ihrer Familie zu betonen und zu oft die Bereitschaft gezeigt, einmal eingeführte Handlungsfäden und Charaktere wieder aufleben zu lassen. Trotzdem hat sie die Erwartungen der meisten Zuschauer wohl erfolgreich widerlegt.
Diverting Expectations. Diesen Slogan kennen wir schon seit einigen Jahren, wenn auch aus einem anderen Franchise. Schon damals stellte sich die Frage, ob das ein Wert an sich sei. Klar, jeder Jumpscare, jeder Plottwist, so billig und unlogisch er auch sei, widerlegt in gewisser Weise die Erwartungen. Das ist aber meilenweit entfernt von einer guten Wendung in einer mitreißenden Geschichte. Wo auf dieser Skala muss man nun Discovery verorten? Der Plottwist rund um Mama Burnham ist weder billig inszeniert noch unlogisch. Eine gute Wendung gibt uns aber auch den »Ah, das hätten wir doch wissen müssen« Moment, in dem sich die ganzen kleinen Anzeichen und Hinweise zusammenfügen. Anzeichen, die uns vielleicht erst beim zweiten Schauen der Serie auffallen und zeigen, dass die Autoren schon die ganze Zeit auf dieses Ende hingearbeitet haben. Das ist hier aber leider auch nicht der Fall. Mama Burnham kommt also als Überraschung. Aber nicht, weil wir die Hinweise falsch deuteten oder unaufmerksam waren, sondern weil es schlicht keine gab. Michael Burnham selbst hätte aus dem Anzug steigen können oder fast jeder andere Charakter und die Handlung wäre dadurch nicht unsinnig geworden. Das ist nicht unbedingt ein Merkmal einer guten Geschichte, macht sie aber auch nicht zwingend schlecht. Sie bewegt sich im komfortablen Mittelfeld. Auch über den Plottwist am Ende hinaus war der Rote Engel in jeder Hinsicht Burnhams Folge. Im Fokus standen auch über die Folgen verteilt ihre Beziehungen. Zwischen ihr und der Ex-Imperatorin sehen wir Anklänge der Mutter-Tochter-Beziehung aus dem Spiegeluniversum. Giorgio bleibt dabei interessant, von einem Ausrutscher in einer früheren Folge abgesehen, entwickelt sich ihr Charakter gut. Sie ist zwar ein faschistoides, manipulatives Miststück, aber wenn es hart auf hart kommt, will man so jemanden durchaus auf seiner Seite haben. Gegenüber Burnham beweist sie sich erneut als wertvolle Verbündete. Eine Art Aussöhnung sehen wir auch zwischen Spock und Burnham. Während sie am Anfang der Folge noch die Spock-typischen Seitenhiebe über sich ergehen lassen musste, sprechen sie sich tatsächlich aus. Die geschwisterliche Nähe, die in den Rückblenden angedeutet wurde, lebt hier zum ersten Mal zwischen den beiden und vor allem gegenseitig auf. Ethan Peck als Spock entwickelt sich immer mehr zu dem, den wir aus TOS kennen. Der Schauspieler macht seine Sache wie gewohnt gut. Wir wissen natürlich, dass vor seinem Charakter noch ein langer Weg liegt. Aber der eiskalte, abweisende Vulkanier zeigt ein wenig der menschlichen Nähe, die Spock schon immer von anderen Vollblut-Vulkaniern unterschieden und zu einem Fanliebling gemacht hat. Ähnlich ergeht es Burnham und Tyler. Das Misstrauen vom Anfang der Folge, die Vorbehalte gegenüber Sektion 31, scheinen angesichts der Bedrohung durch Control und Burnhams Selbstmordmission wie weggeblasen. Die beiden legen sich sogar wieder in den Arm. Eine normale Beziehung ist das in keiner Hinsicht. Beide sind, das wagen wir jetzt einfach mal zu sagen, komplett verkorkst. Aber gleich und gleich gesellt sich gern. Für Tyler hatte Burnham schon immer eine Schwäche und hat ihn trotz seines Klingonanteils und seines neuen Arbeitgebers oft verteidigt. Deutlich weniger harmonisch läuft es zwischen Burnham und Leland. Dass der Sektion 31-Captain verantwortlich für den Tod von Burnhams Eltern war, wussten wir dank George schon eine ganze Weile. Was er genau getan hat, erfahren wir aber erst jetzt. Die Klingonen haben den gestohlenen Zeitkristall bis zu ihren Eltern verfolgt und die dafür büßen lassen. Leland selbst gesteht seinen Fehler ein, nicht vorsichtiger gewesen zu sein. Burnham gibt ihm dafür volles Pfund aufs Maul und erklärt, die Sache sei damit noch nicht beendet. Dass das nun das große Geheimnis um Burnhams Eltern gewesen sein soll, das Leland lange versuchte zu verbergen, wirkt dagegen etwas unterwältigend. Seine nicht näher spezifizierte Inkompetenz in jugendlichen Überschwang, durch die zwei Wissenschaftler starben, die sich zuvor auf die Arbeit mit einer Geheimorganisation in einem höchst gefährlichen Projekt einließen, wirft niemanden, der hin und wieder mal Filme und Serien schaut, vom Stuhl. Für Burnham ist es dagegen eine enorm wichtige Erkenntnis. Spock stellte schon fest, dass sie sich gern die Schuld für alles gebe, was in ihrem Leben falsch laufe. Burnham trägt die Last des ganzen Universums auf ihren Schultern, zumindest aus ihrer Sicht. Diese Folge war da für sie eine Erleichterung. Nicht nur ist sie nicht der Rote Engel, also womöglich nicht verantwortlich für einen Einfall einer genozidialen Zukunfts-KI, sie war auch nicht schuld am Tod ihrer Eltern. Letzteres war natürlich jedem von Anfang an klar. Es gab keinen logischen Grund dafür, dass sie sich selbst die Verantwortung zuschreibt, sie war schließlich noch ein Kind. Aber Logik bringt uns hier nicht weiter. Trotz aller Versuche ist und bleibt sie ein Mensch, mit menschlichen Emotionen und menschlichen Schuldgefühlen. Jetzt, da Leland diese Schuld auf sich genommen hat, ist sie frei. Die Wut, die sie manchmal fast selbstzerstörerisch gegen sich selbst gerichtet hat, lässt sie nun auf ihn los. Genau genommen ein körperlicher Angriff auf einen höherrangigen Offizier, aber wir glauben nicht, dass es je zu einem Verfahren kommt. Leland wird dann von einem futuristischen Iris-Scanner ins Auge gestochen, woraufhin wir seine Stimme noch immer aus dem Computer hören. Es hat ganz den Einschein, dass Pikes Vermutung, Control Lower noch immer irgendwo herum, zutrifft. Die Folge geht darauf aber nicht weiter ein.
Genau wie der Auftritt von Mama Burnham bleibt das Stoff für die nächste Folge. Dasselbe gilt für die Frage, wann und unter welchen Umständen Michael Burnham selbst in den Engelanzug steigt. Mit Tillys und Calvers Feststellung, dass der Engel tatsächlich Michael war, ist oder sein wird, Zeitreisen sind grammatikalisch so kompliziert, liegt die Vermutung nahe, dass es genau so enden wird. Der rote Engel hat eine Menge gespart. Zuerst einmal bei der Optik. Vom cineastischen Bombast aus den ersten Folgen der Staffel bleibt nur noch wenig übrig. Selbst Außenansichten der Schiffe sehen wir nur selten und dann fast nur als Standbilder. Das Ende der Episode mit dem Auftritt des Roten Engels erinnert noch an die vergangenen Zeiten, ansonsten war sie aber von eher ruhigen Charaktermomenten ohne optischen Schnickschnack geprägt. Das muss einer Serie nicht abträglich sein. Wir kommen aber auch nicht umhin, uns zu fragen, ob da nicht finanzielle Gründe ausschlaggebend waren. Discovery hat, so wurde schon vor Monaten berichtet, in der ersten Staffelhälfte extrem viel gekostet und überproportional viel vom Budget verschlungen. Die Spezialeffekte waren aber auch ein Highlight eben dieser Folgen. Davon sehen wir in letzter Zeit immer weniger, bis jetzt sogar die eingangs erwähnten Schiffsaußenansichten zur Seltenheit werden. Wir hoffen inständig, dass das Staffelfinale, auf das wir uns mit großen Schritten zubewegen, noch etwas mehr auf Lager hat. Grafik vom Bast ist eine Sache, aber so zu knausern wie weite Teile dieser Folge ist das andere Extrem. Andererseits hat das aber auch Raum für die nötigen Charaktermomente, auch abseits von Burnham, gelassen. Aber selbst hier wurde gespart, vielleicht nicht an Geld, aber an Zeit. Carvers Therapieminute bei Admiral Cornwall mit einigen warmen Worten ist nicht einmal ansatzweise genug, um ein Problem von solchen Ausmaß wie Calvers hat zu lösen. Discovery gibt zwar nicht vor, dass jetzt alles im Reinen sei, aber es hat doch den Eindruck, als wenn sich die Dinge zwischen Calver und Stamets langsam bessern. Wir können es kaum erwarten, denn als Schiffspaar der Discovery stechen die beiden Burnham und Tyler in so ziemlich jeder Hinsicht aus. Nebenbei erfahren wir dann auch noch in einer ziemlich seltsamen Szene, dass Mirror Stamets nicht schwul, sondern pansexuell war und zwischen ihm und Giorgio mehr war als die typische verrückter Wissenschaftler-faschistische Imperatorin-Beziehung. Ulfertifor lässt grüßen, wir machen in nächster Zeit einen weiten Bogen um Fanfiction jeder Art. Aber auch narrativ hat der Rote Engel einige Abkürzungen genommen. Von Calvers Wiedereinsetzung als Schiffsarzt, der Entlassung der Discovery von allen Vorwürfen und die Zerstörung der Sektion 31 Station haben wir nur nebenbei erfahren. Gerade Letzteres hätten wir dazu gern gesehen. Die Dialoge sind gerade am Anfang der Folge wieder arg expositionslastig, was zu stellenweise hölzernen Dialogen führt. Die Charaktere wirken dann nicht, als ob sie miteinander sprechen, sondern nur zur Information des Zuschauers. Das ist freilich ein beliebter Trick, gerade in Serien, elegant ist es aber nicht. Andere Erklärungen bleiben dagegen auf der Strecke. Warum sind nicht alle unfassbar sauer auf Sektion 31, die kurz davor sind, wenn auch unbeabsichtigt, das gesamte Leben in der Galaxis auszulöschen? Die Discovery Crew hat nach anfänglichem Verbalgeplänkel keine großen Vertrauensprobleme. Warum hat Sektion 31 nicht früher Michael Burnhams Visier genommen, wo sie doch über den Ursprung des Roten Engels Bescheid wissen? Direkt widersprüchlich ist hier nichts. Discovery hat sich in dieser Hinsicht allgemein wenig Schnitzer erlaubt, aber ein komplett stimmiges Bild entsteht auch nicht. Alles in allem ist der Rote Engel trotz des vielversprechenden Titels eine der schwächeren Folgen der Serie. Gerade der entscheidende Plottwist ist, wenn auch überraschend, so doch unbefriedigend. Wie sollen wir uns begeistern, wenn statt Mama Burnham auch jeder andere halbwegs plausibel aus dem Engelanzug hätte steigen können? Die Serie hat uns das schöne Gefühl beraubt, dass endlich alles ins Bild passt und sich das letzte Puzzlestück einfügt. Von Ariams Beerdigung über Calvers Therapie bis zu Sektion 31s Machenschaften musste vieles in den Hintergrund treten. Die Episode ist und bleibt eine Burnham-Folge. Seneca Martin Green hatte dabei auch Gelegenheit, Burnham in Wut, Trauer, Fatalismus und Todeskampf auszuspielen. Der Rote Engel schafft es dann auch deutlich besser, charakter- und folgenübergreifende Handlungen miteinander zu verbinden, als es Discovery auf den Zielgeraden der ersten Staffel gelang. Das Springen zwischen Schauplätzen und Handlungsfäden mag zwar ein dynamisches Erlebnis gewesen sein, verlor aber auch schnell den Fokus. Das kann man dieser Folge nicht vorwerfen. Eigentlich hat es alles, was man sich nur wünschen kann. Emotionen, Streit und Vergebung, Spannung und Auflösung. Aber Discovery scheint die Schlagkraft dieser Momente manchmal zu überschätzen, fehlt ihnen doch die Vorbereitung und vor allem das damit einhergehende Investment der Zuschauer, um sie zum Erfolg zu führen. Wir fühlen uns nicht selten hängen gelassen von Emotionen, die Discovery offenbar erwartet. Der Serie fehlt es bei alledem nicht an Plausibilität, aber an narrativer Konsequenz. Es wirkt bisweilen so, als habe die Serie die richtige Idee zu spät gehabt. Es bleiben aber immerhin noch 4 Folgen, um das Rätsel um den Roten Engel, das jetzt eigentlich kein Rätsel mehr ist, zu einem würdigen Ende zu bringen.
Schafft es die Serie, hier ihren Fokus zu behalten, ohne aber Nebenhandlungsstränge im Abseits stehen zu lassen, zeigt sie einmal mehr, aus der ersten Staffel gelernt zu haben. Und wenn dazu jetzt auch noch Konsequenz, sowohl in Handlung als auch bei den Charakteren und auch etwas Mut von Seiten der Autoren käme, dann könnten wir uns auf ein ordentliches Finale freuen. Das Recap zur nächsten Folge, Perpetual Infinity, erscheint nächste Woche.